Es ist 5 Uhr, es geht um Metadaten. Ich erzähle was über Metadateneditor Metador. Ich habe das ein bisschen aufgelockert mit Memes, dass das nicht nur so ganz trocken ist. Und mit ein paar kleinen Referenzen an Internetphänomene. Kennt jemand Memes? Also weiß jemand, was das ist? Diese Bildchen mit Text oder sowas? Ja, ein paar sind es, das geht ja wenigstens. Ich glaube, bei den anderen werden die denken, was macht denn der da vorne gerade? Aber okay. Auf Wikipedia steht was über Internetphänomene. Es sind einfach kleine Bildchen, die mit lustigen Texten versehen werden. Und die haben sich so selbst weitergeführt. Wir haben hier den Fry aus Futurama oder hier diesen Kerl. Und das ist der Why You Know Create It. Das ist der Why You Know Kerl. Warum erstellt man keine Metadaten? Es hat jetzt keine Verbindung zum Vortrag, es ist einfach nur zum Auflockern. Die werden so ein bisschen jetzt kommen. Also, was ist Metador? Metador, kennt ihn jemand hier im Hörsaal? Hat jemand ihn schon benutzt? Für alle anderen, es ist ein Metadateneditor für Daten und Dienste, die ISO-konform aufgenommen werden können, die Inspire-konform aufgenommen werden können, mit verschiedenen Funktionen, die damit reinkommen. Wir haben in Metador die formularbasierte Metadateneingabe. Wir versuchen, diesen Metador so zu gestalten, dass die Metadateneingabe recht angenehm funktioniert. Es ist nie ein großer Spaß, aber mit den Formularen und mit dem Design und mit der Aufteilung von den Metadaten versuchen wir da schon einige Einfachheiten mit reinzubringen, die das alles ein bisschen erleichtern können. Wir sehen hier bei so einem Metadatensatz, dass wir eine schöne Liste haben von unterschiedlichen Kapiteln, die man aufrufen kann. Und wir haben zu jedem Datensatz dann entweder mal so einen Zauberstab, wo man Sachen automatisch kreieren kann, wie so eine ID, aber auch immer so ein Fragezeichen, um abzufragen, was muss ich da jetzt eigentlich machen bei diesem Feld? Was steckt da jetzt so ein bisschen drin? Das heißt, er dient hauptsächlich zur Eingabe und zur Bearbeitung von Metadaten. Der Vorteil am Metador ist, dass er anpassbar ist. Wir sind nicht sklavisch an irgendein Profil gebunden von ISO oder von Inspire, sondern der kann halt auch innerhalb von Firmen und Unternehmen genutzt werden, wenn die eigene Metadatenprofile hätten oder wenn die ganz auf eigene Art und Weise Metadaten aufnehmen wollen. Und das ist hier so ein Beispiel, Screenshot, wo man halt Textfelder eingeben kann, verschiedene Dropdown-Boxen, Datumsfelder, Multis, Arrays, und Arrays, die selbst nochmal als Array reingebracht werden können. Die Anpassung von dem Metador ist sehr leicht. Das geht über HTML mehr oder weniger. Twig-Dateien im PHP-Umfeld, also Metador ist eine PHP-Anwendung. Und doch werden einfach nur mit bestimmten Regeln vom HTML diese Formulare gefüllt. Und damit kann man dann sehr viel selbst gestalten und sehr viel selbst machen, was an Metadaten aufgenommen werden soll. Deshalb das nächste Meme. I don't always edit Metadata, but when I do it with Metador. Wie werden die Daten gespeichert? Dieses ganze, also Metador baut sich auf aus diesen Formularen, die man halt erzeugt. Die Metadaten werden in einem Datenmodell gespeichert. Das ist insofern auch sehr frei zu verwenden. Das heißt, wenn man ein Formular angepasst hat oder anpasst, dann wird man eine ID angeben, wo das abgespeichert werden soll und dann landet das in so einem Datenmodell, das man halt auch zu jedem Metadatensatz auch aufrufen kann. Von diesem Datenmodell können dann verschiedene Ausgaben generiert werden, beispielsweise die XML-Ausgabe, die dann bei ISO-konformen Metadaten zum Beispiel dann auch weitergegeben werden kann natürlich. Ne? Dabei sind diese XML-Ausgaben aber nichts anderes wie eine Sicht auf das Datenmodell. Das heißt, man könnte in dem Datenmodell noch interne Metadaten aufnehmen, irgendwas in Abteilung XY aufgenommen, Person Z soll noch drauf gucken vorher oder sonst was, was auch immer. Und die XML-Ausgabe kann dann aber konform zu irgendeinem Metadatenprofil herausgegeben werden und ist nur eine Sicht auf das Objekt. Das kann auch sehr einfach angepasst werden, weil das ist dann nicht mehr oder weniger als eine XSL-Datei, die auf das Datenobjekt zugreift, wo man dann sagt, das Objekt mit der ID XY kommt dann halt in dieses XML-Format hinein. Ja, so sieht das dann aus. Das ist so eine typische URL. Man geht einfach auf die Datensatznummer mit XML dazwischen. Und genauso können wir dann eine PDF-Ausgabe machen. Das ist dann nichts anderes wie eine Sicht auf das Datenobjekt. Und auch das kann man dann gestalten mit HTML-Twig-Mitteln und dann eine PDF-Ausgabe von seinem Metadatensatz sehr schnell erzeugen. Das geht dann auch weiter, dass man HTML-Ausgaben machen kann und so weiter und so fort. Nächste Meme, one does not simply edit Metadata. Das kommt jetzt aus Herr der Ringe und das ist auch so ein typisches Meme.
Es geht eigentlich recht einfach. Also wenn man sowas halt hat, dann kann man es eigentlich sehr einfach machen. Aber wie gesagt, die Memes haben ja keinen Bezug zum Vortrag. Veröffentlichen von Metadaten ist dann genauso gut möglich. Wir haben die Möglichkeit, in so einer Liste von Metadaten, die zu Diensten aufgenommen werden, hier so ein Häkchen zu setzen und dann können die veröffentlicht werden. Die werden in ein Verzeichnis reingeschrieben. Warum, erkläre ich gleich noch. Aber dann können sie auch zum Beispiel ausgetauscht werden oder sonst was. Man kann da bestimmte Workflows dann halt auch implementieren, dass halt nur, wenn diese Metadaten veröffentlicht sind, dann sind sie auch freigegeben und vorher muss halt immer noch dran gearbeitet, dran gefeilt werden, noch Sachen eingegeben werden. Bei dem Veröffentlichen von Metadaten wird dann diese XML-Schnittstelle angesprochen. Die schreibt diese XML-Dateien in ein bestimmtes angegebenes Verzeichnis und die kann man dann halt sich anschauen, weiterverwenden und so fort. Warum machen wir das Ganze? Weil das, was bei dem Metadom momentan noch fehlt, ist eine CSV-Schnittstelle. Er ist halt ein reiner Metadateneditor und darauf spezialisiert. Wenn man das Ganze mit einem CSV, beispielsweise GeoNetwork oder Degree, verknüpfen will, dann nutzt man halt von dieser Software den File Harvester. Der File Harvester ist nichts anderes, dass man sagt, von GeoNetwork aus gehe auf ein bestimmtes Verzeichnis und ziehe mir da alle Metadaten und schreibe die wieder raus über die CSV-Schnittstelle. Und das ist halt genau dieses Zusammenspiel, weshalb wir diese veröffentlichten Schnittstelle dann haben. Man erfasst Metadaten in Metador und veröffentlicht diese. Die liegen dann dateibasiert in irgendeinem gemeinsamen Verzeichnis. Und GeoNetwork Degree oder andere CSWs können dann auf diese Dateien über das File Harvesting drauf zugreifen. Und man muss da eigentlich nur darauf achten, dass Metador die halbwegs konform rausschreibt. Das kann der. Und man muss darauf achten, dass dann Degree oder GeoNetwork die halbwegs konform einlesen und weitergeben können, das können die auch. Man hat dafür ja die Standards und dann ist das kein Problem. First World Problems Meme. Created Metadata, no one wants to use my data. Okay, zu den Funktionalitäten von Metador nochmal zusammengefasst. Es ist die Eingabe jeglicher Metadaten halt möglich, zum Beispiel auch interne Angaben. Das ist recht wichtig, weil viele Metadateneditoren sich halt auch an ISO-Profile oder sonst was halt orientieren, wenn man aber selbst Metadaten erzeugen will, die gar nicht irgendwo konform sein müssen, sondern weil man da eigene Sachen mit aufnehmen will, eigene Qualitätskriterien und so weiter, dann ist das sehr schnell möglich, indem man einfach nur die Oberflächen erstellt. Die Ausgabe kann XML-konform dann zu den Metadatenstandards funktionieren. Dann muss man natürlich darauf achten, dass das auch irgendwo in dem Formular aufkommt, was ISO da gerne hätte. Und das kann halt ISO-Inspire-konform sein. Wir passen den momentan noch an die Metadatenrichtlinie von der GDI.de an. Die Sachen sind eigentlich schon im Code drin und müssen das jetzt noch veröffentlichen und checken, dass das alles passt. Und es gibt noch eine Schnittstelle, dass wir gegen die GDI.de Test Suite validieren können. Die haben eine SOAP-Schnittstelle, die kann man über Metador ansprechen, sodass man dann auch die Metadaten selbst offiziell von der GDI mit Stempel versehen sozusagen validieren kann. Ja, Ausgabe PDF habe ich angesprochen, HTML in Planung ist schon nicht mehr so, HTML ist realisiert, einfach eine Sicht auf die Daten nochmal als HTML für den lesenden Zugriff, ganz klar. Das Veröffentlichen von Metadaten habe ich angesprochen, Metador unterstützt es weiter noch eine Vorlagenfunktion, das heißt, wenn ich schon mal einen Metadatensatz erzeugt habe, kann ich diesen direkt als Vorlage nehmen und muss nur noch die Hälfte ausfüllen. Und dann halt all das, was so Software sowieso braucht, eine Benutzerverwaltung, eine Gruppenverwaltung, sodass man dann auch sagen kann, die Metadaten sind nur für diese Gruppe editierbar und andere dürfen nur lesend drauf zugreifen, also was halt. Was ist jetzt neu in 2.1? Jetzt kommen wir mal zum Thema. Plugins sind neu hinzugekommen. Es hat sich gar nicht so viel an den Metadateninhalten verändert, weil, wie gesagt, das Ding ist anpassbar. Aber wir haben das Ganze im Backend ein bisschen umgeschrieben, sodass wir mit Plugins jetzt viele Möglichkeiten mehr unterstützen. Das sind Screenshots von der aktuellen Version. Plugins werden über die Administration einfach eingeladen und im laufenden Betrieb einfach genutzt. Wir haben jetzt hier verschiedene Plugins laufen, Hilfetexte, das war dieses Fragezeichen zu jedem Feld, kann man ein- und ausschalten. Eine Adressverwaltung hatten wir immer drin, sodass halt man die Kontaktangaben direkt aus einer Vorlage ziehen kann und nicht immer seinen eigenen Namen oder den Namen von Kollegen eingeben muss. Wir haben hier extra ein Theme erzeugt für die Foskis mit 2S, diesmal aber auch. sodass man auch das Aussehen von Metador über ein Plugin einfach ändern kann, sodass man sagen kann, da kommt jetzt das Logo von der Firma rein und sowas. Die Internationalisierung, Mehrsprachigkeit ist ein Plugin, Logging ist ein Plugin, wir haben eine Karte eingebaut, das wird als Plugin gemacht und so weiter und so fort. Diese ganze Test-Suite-Geschichte mit der GDI.de ist ein Plugin. Man kann Plugins insofern halt deaktivieren, man setzt den Haken einfach hier weg,
auf Speichern, dann wird ein bisschen was gearbeitet, dann lädt man die Seite neu über diesen Knopf, also das macht man nicht über den Browser, es passiert nicht viel und dann ist das Plugin ausgeschaltet und dann sieht der Metador halt irgendwie standardmäßig aus. Genauso kann man das Plugin dann wieder einschalten. Brace yourself, we are going to create metadata. Aus Game of Thrones. Was können Plugins sein? Metadatenprofile vor allem. Die große Herausforderung von diesem Metadateneditor ist halt einfach, dass Leute sagen, ja gut, das reicht mir jetzt nicht, was ich da aufnehmen will. Ich möchte noch zusätzliche Metadaten aufnehmen. Und dann machen wir das halt jetzt im Metador über Plugins. Das heißt, Sie können Metadaten für Dienste oder für Daten aufnehmen. Sie können speziell sagen, wir wollen Metadaten für Rasterdaten aufnehmen oder speziell für Vektordaten. Wir wollen spezielles Format noch für bestimmte Daten haben mit ganz vielen Qualitätskriterien und solchen Geschichten. Das haben wir in Projekten halt gemacht, wo wir das zum ersten Mal genutzt haben. Die haben wirklich verschiedenartige Metadaten da aufgenommen. Die haben wirklich eine Unterscheidung gemacht, Rasterdaten und Vektordaten und da auch noch Unterscheidungen getroffen. Das haben wir dann über Plugins gemacht. Das wäre sonst unübersichtlich gewesen. Das heißt, man erstellt einfach diese Oberflächen, man richtet sich anhand dieser Plugin-Kriterien, wie so ein Plugin aufgebaut werden soll und dann kann das halt aktiviert und deaktiviert werden. Wenn man natürlich ein Plugin deaktivieren will, was ein Metadatenprofil enthält, dann sollten die Metadaten da halt nicht gelöscht werden. Die werden auch nicht gelöscht in der Datenbank. Man kann sie halt nur nicht mehr aufnehmen. Und das ist halt alles, was da passiert. Also Metadaten für das Profil können dann nicht mehr aufgenommen werden, wenn es deaktiviert ist, aber sie werden halt nicht gelöscht. Oder halt das Themen und Aussehen wäre auch ein Profil. Und da gibt's halt hier auf meinem GitHub-Account auch noch ein Beispiel dazu. Wie sind Plugins aufgebaut? Es gibt eine bestimmte Verzeichnisstruktur in Metador, die sich anhand von PHP sortiert. Standard-Plugins liegen halt in einem Metador Source Workgroup Plugin und User Plugins, die man dann schreibt, liegen dann im Metador Source User Plugin. Das kann jetzt auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Man kann direkt auf irgendein GitHub Repository verweisen und das dann reinladen. Man kann die aber auch als ZIP reinladen. Das ist dann alles da irgendwie möglich. Die Plugins haben dann letzten Endes auch Eigenschaften, eine Dokumentation. Da kann man so ein bisschen reinschreiben, was das ganze Ding machen wird. Das sind jetzt ziemlich kleine Screenshots hier. Hier steht irgendwie so Standardsprache definieren von der Internationalisierung, wie man das anpassen kann oder die Konfiguration der Metadatenveröffentlichungsgeschichte und so weiter. Ich lasse das mal gerade weg mit den Screenshots, ich zeige es mal live. Das ist übrigens das WinKit Edits Metadata, I can save it. Manche sagen ja, also bei manchen Programmen kann man es ja nicht mal abspeichern, weil man irgendwas noch vergessen hätte oder sonst was nicht konform ist. Hier kann man es direkt abspeichern. Gucken wir uns das mal live an. Das ist die Version, die jetzt momentan auf meinem Rechner läuft. Die werden wir noch auf GitHub veröffentlichen, wenn die so ein paar Qualitätstests mal durchlaufen hat. Das hat sie nämlich bei dem Stand jetzt noch nicht. Internetadresse ist github.com workgroup metador. Da liegt er dann. Das stand auch in den Folien, soweit ich weiß, steht das irgendwo. So sieht das Ding dann aus. Wir haben jetzt hier das Logo von der Foskis und ein bisschen angepasst von den Farben. Wenn ich mich anmelde, dann lande ich erstmal auf dem Dashboard, einer Zusammenfassung. Und das haben wir jetzt hier, dass wir hier Adressen schon haben vom Kollegen von uns. Ich habe einfach ein paar Geodaten und Metadaten von Geodaten und von Diensten schon reingebracht und Kontaktangaben da hinterlegt. Und dann kann ich hier auf so einen Datensatz gehen, wie von den Mapbender-Usern beispielsweise, und komme dann direkt in mein Formular herein. Da stehen dann hier irgendwelche Hilfetexte, die ich editieren kann an der Oberfläche auch, was da eingegeben werden soll, was die Sprache ist, wo das jetzt herkommt. Das hier ist irgendwie dann direkt auf die Inspire-Richtlinie verwiesen. Und sehe dann auch, welche Sachen ich ausfüllen muss, welche halt ich nicht unbedingt ausfüllen muss und so weiter. Es gibt bestimmte Wizards, dass ich hier beispielsweise verschiedene Schlüsselwörter halt auch auswählen kann, die schon vorgegeben worden sind aus einem bestimmten Repository. Ich habe hier auch die ISO 919-Taxonomien dahinter und so weiter. Ich habe hier Datumsfelder. Das kann alles mit recht wenig Aufwand an der Oberfläche einfach designt werden. Also das ist eine Mischung aus HTML und CSS und JavaScript. Geografischen Standort, den kann ich dann auch hier mit so einer Karte neu bestimmen, indem ich hier dann eine Bounding-Box ziehen würde. Das muss noch ein bisschen ausgereift werden, bis wir das komplett drin haben. Das basiert jetzt hier momentan auf Leaflet. Und Zeitbezüge und so weiter.
Ist das Ding jetzt wieder weg? Ja, das ist es halt irgendwo. So. Und dann habe ich jetzt hier noch die Möglichkeit zu gucken, momentan ist dieser Metadatensatz auf privat gesetzt. Und ich sehe jetzt auch hier, für welche Gruppen der momentan sichtbar ist. Das kann ich festlegen. Referat 13, Referat 2, 3, 4 und ein sehr langes Referat, um zu testen, wie lange das geht. Und dann kann ich den auch irgendwann hier auf öffentlich stellen, dann können mehr Leute innerhalb des Metadors drauf zugreifen. Oder ich kann das auch wieder wegnehmen, dann ist er halt wieder privat. Was hat das für eine Geschichte? Ich habe hier einfach bestimmte Gruppen definiert. Ein Referat 2, 3, 4, wo zwei Leute drin sind, ein Referat 13, wo mehrere Leute drin sind. Und wenn ich das für den Metadatensatz für diese Gruppe halt auch nur gesetzt habe, dann können diese Leute erstmal nur drauf zugreifen. Mehr ist es halt jetzt erstmal nicht. So, das Ganze kann man jetzt hier für Geodaten und Dienste machen. Das sind so zwei Plugins von Metadatenprofilen, die wir gemacht haben. Und ich könnte jetzt hier einfach die Daten wegnehmen und speichern und neu starten. Dann würden diese Metadaten halt nicht mehr sichtbar sein. Ich will das Prinzip nochmal gerade zeigen an unserem Team hier. Ich mache hier den Haken weg, klicke auf Speichern, arbeite ein bisschen durch. Das kann man jetzt hier aufklappen, was er da macht. Und dann lade ich die Seite neu und dann sieht das Ding ein bisschen hässlicher aus. Wenn ich das wieder nicht mehr haben will, dann mache ich das Teil einfach wieder an. Er rattert ein bisschen durch, ich sage Seite neu laden und dann ist es fertig. So, und das sind dann diese Plugins, die wir jetzt da drin haben. Und eins ist auch dieses ganze Logging hier, wo Metadaten importiert worden sind. Das hat er mir hier gezeigt. Was ist das? Ich habe die Möglichkeit hier bei Diensten zu sagen, ich importiere mir jetzt Metadaten. Ich kann hier eine XML-Datei auswählen oder ich kann auch hier direkt auf eine Get Capabilities URL gehen. Und dann gucke ich mal, ob diese Links hier alle noch gehen. Ich nehme mal die drei hier. Weil die oben habe ich schon genommen. Da habe ich noch Internet. Ja, habe ich noch, okay. Habe ich die falschen genommen? Keine Ahnung. Muss ich mal gerade. Ich versuche nochmal hier oben die. Die haben gut funktioniert. Ja, ich habe Internet. Schade. Heute Morgen hat es noch funktioniert. Sonst hätte ich die Daten nicht. Was passiert bei dem Ganzen? Er geht einfach durch diese Capabilities durch. Und schreibt mir dann diese Es wird gefilmt, ne? Ich schiebe es mal auf den Browser. Er geht einfach diese Capabilities durch und zieht sich da die ganzen Informationen, die halt in die Metadaten reinkommen können. Das sind beispielsweise die Kontaktangaben. Die muss ich dann nicht mehr eingeben. Das heißt, ich habe jetzt hier irgendwo die für die Metadaten verantwortliche Stelle. Die habe ich mir aus den Capabilities gelesen. Und genau diese Kontaktangabe landet dann auch in diesen Adressen drin. Das heißt, wenn ich einen neuen Metadatensatz erzeugen will, dann kann ich hier schon was hier hinterlegt ist, dann direkt mit einem Zauberstab übernehmen. Dann klicke ich hier drauf oder würde jetzt hier sagen, dann ist es von mir aus jetzt der Thorsten Hildebrand, der dahinter steckt und dann speichere ich das Ding ab. Also so sind ganz viele kleine Möglichkeiten innerhalb dieses Metadors, um die Metadateneingabe zu erleichtern und das halt möglichst reibungslos zu machen. Man kann jeden Metadatensatz automatisch direkt abspeichern. Man kann diese Validierung halt ein- oder ausschalten, ob man die haben will und so weiter und so fort. So, das dazu. Ich gehe mal zurück in den Foliensatz. Can save it, ja. Ich habe es erfolgreich speichern können. Also, von 2.1 nochmal. Noch eine bessere Anpassung an die Anforderungen, die an Metadateneditoren gesetzt werden durch diese Plugin-System, Metadatenprofile, Themen,
Logging, was weiß ich, was da reinkommt. Es ist damit halt auch von der technischen Basis ein leichteres Update von Metador möglich, weil wir können dann den Core, also den Kern von Metador halt aktualisieren und diese ganzen Plugins werden halt wie überall nur noch auf die Kompatibilität getestet und passen halt auf, dass das dann zusammenpasst. Ja, Release war geplant für Q4 2015. Müssen wir mal gucken, dass wir das mal für die Phosphor G rausbringen können, das Ganze, und dass wir das dann auf GitHub setzen. Das hat sich einfach verzögert, weil wir noch ein paar Sachen dann reingebaut haben. Letztes Meme, create all the metadata. Yay! Ich danke mal für die Aufmerksamkeit. Ja, danke auch, dass du super in der Zeit geblieben bist. Für die Videoaufnahmen, weil das einzige Mikro ist, kommen die Fragen natürlich aus dem Publikum, aber bitte ich dich, die dann einfach kurz nochmal zu wiederholen. Von daher öffne ich die Fragerunde. Ja, ich hätte gern gewusst, wo die Daten gespeichert werden. Ist da noch eine PostgreSQL-Datenbank im Hintergrund erforderlich? Wo werden die Daten abgelegt? Ja, die Frage ist, wo werden die Daten abgelegt? Die werden generell in der Datenbank abgelegt. Da unterstützen wir verschiedene Datenbanken, halt wie bei MapBender zum Beispiel auch mit MySQL oder SQLite oder Postgres. Das wird halt mit dem ganzen anderen Repository vom Metador, Benutzerverwaltung oder sowas in der Datenbank abgelegt. Ja. Noch eine Nachfrage, wenn man das jetzt im Zusammenhang mit einer CSW-Schnittstelle schreiben möchte, dann braucht man einmal die Datenbank für GeoNetwork Open Source und dann braucht man nochmal eine Datenbank für Metador? Ja, das ist, denke ich, normal so, ja. Also wir hatten schon mal verschiedene Sachen überlegt, die Datenbanken zusammenzuführen oder sonst was, aber das ist so nicht so ganz einfach halt zu machen. Also der Aufwand wäre einfach sehr groß und für den Punkt brauchen wir erstmal dann zwei Datenbanken. Es ist nicht viel, was Metador selbst abspeichert bei den Sachen. Das sind ja nur XML oder ist halt hier in dem Fall ja auch nur das Objekt an sich, sondern nicht mal das XML, was in der Datenbank abspeichert, sondern nur das Datenobjekt. Und bei GeoNetwork ist es letzten Endes auch nicht so viel. Also Geodaten sind halt mehr Platz. Man kann es aber halt letzten Endes auch so ein bisschen verknüpfen natürlich, auch mit unterschiedlichen Netzwerken. GeoNetwork ist dann in der DMZ oder sowas und der Metador ist dann im internen Netz und macht dann da halt nur mit einem gesicherten Dateizugriff oder sowas, dann kann man das machen. An der Stelle würde ich gerne nachhaken, weil ich das vorhin so verstanden hatte, dass die XMLs vom Metador im Filesystem abgelegt werden und der GNOS, der GeoNetwork, dann eigentlich die vom Dateisystem liegt. Das heißt, das würde ja nur über irgendwelche Netzlaufwerk-Shares laufen. Ja. Aber dann DMZ-Übergang hört sich an der Stelle natürlich dann schwieriger an. Da muss ich die Shares weiterreichen. Irgend sowas, ja. Also es gibt nicht die Möglichkeit, dass der Metador, die jetzt einfach seine XMLs hier lokal liegen hat, zumindest so wie sie sind, einfach über HTTP rausschiebt. So nicht. Also wir haben jetzt ein bisschen die Möglichkeit, das uns anders zu überlegen, weil wir jetzt auch diese HTML-Sicht haben. Die hatten wir vorher auch nicht gehabt. Das heißt, du kannst halt sagen, für Sachen, die auf öffentlich gesetzt werden, die sind auch über einen HTML-Zugriff da. Da könnten wir uns auch überlegen, das ein bisschen zu erweitern und zu sagen, okay, es gibt eine Liste von den öffentlichen Metadaten, die dann über so eine Schnittstelle oder sowas abgerufen werden, keine Ahnung. Irgend sowas in dieser Hinsicht. Und wir überlegen natürlich auch, die Vor- und Nachteile von GeoNetwork einfach mal in Metador zu übernehmen, beispielsweise CSW als Vorteil, bei den Nachteilen weiß ich jetzt nicht, aber das haben wir uns halt auch mal nachgedacht, sowas zu machen. Müssen wir mal gucken, wie es läuft und was man da machen kann, weil dann hätten wir diesen ganzen Übergang halt auch nicht, ne? Die Frage ist, warum nutzt man keinen transaktionalen CSW? Ja. Zeit, Geld und sowas halt. Ne? Aber können wir auch machen. Wobei ich nur eine kurze Anmerkung habe. Also wir haben gerade, eine Beauftragung wohl bekommen, in deren Rahmen sind wir Auftragung, wir wollen ein CSW in der Gegend noch einmal anwerfen. Das ist ein bisschen konkreter zu machen. Also das ist schon unser Wunsch. Und es ist ja im Prinzip wirklich so, dass wir die Daten dreimal ablegen. Im Moment einmal Metador, einmal das Filesystem, einmal GeoNetwork. Die Briefe das direkt aufs Filesystem zugreifen. Und das ist schon jetzt konkret der Plan. Okay, also der Chef sagt, man kann es schon announcen. Jo.
gut,